Alter. Zwei Schläge mit der Picke sind die down. Man darf das echt nicht unterschätzen. Gut. Jetzt sollten eigentlich erstmal keine mehr nachspawnen. Loot, 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 loot. Jetzt muss ich Dingbus auseinanderkloppen. Seid ihr noch da? Ihr seid so ruhig. Bin ja, genau. Bin auch noch da. Krasser Scheiß. Nehme ich immer alles auseinander. Und die Ah! Hab was entdeckt, ne? Man kann an den Schränken, da ist ja so ein kleines, links ein kleines Viereck. Da kann man einstellen, was drin ist. Diese kleine Fenster. Wisst ihr? Mhm. Da kannst du einstellen, was du... wenn ihr packt hast. Eigentlich was, wenn ich diese ganzen kleinen Hebel und alles auch kaputt mache? Ich sehe nämlich nie, dass da irgendwas ins Inventar kommt. Ich habe die Verlängerung gefunden für unser Schiff. Eine Verlängerung? Ja. Dann gerade irgendwie Drillship-Verlängerung. Habe ich gerade umsonst eine gecraftet, aber okay. Ist doch egal, man kann bestimmt doppelt verlängern. Alter. Kann ich verstehen, was so lange dauert, diese komische kleine Schild hier abzubauen. Wie gesagt, auch keine Ahnung, ob das wirklich was bringt, hier alle Hebel kaputt zu schlagen. Nee, das nicht. Da hast du keine Hit. Ja, ich sehe, wenn ich einen Hitmarker kriege, aber ob ich einen Hitmarker kriege und auch Ressourcen rauskriege, ist ja auch eine andere Sache, oder? Die Ressourcen nicht, nur ganz am Ende. Wenn du da alles, also wenn du quasi das kaputte Schiff abbaust, dann kriegst du das. Ah, okay. Also könnt mit dem Scheiß hier eigentlich klemmen und gleich die Decke machen. Ja. Aber ich glaube, du musst trotzdem mehr oder weniger fast alle Module drin reparieren. Oh nein. Es explodiert!
Aber ich glaube, Wände und Decke reichen. Aber wenn man es halt zerstört, ne, kriegt man halt nur diese zerstörten Elemente auch zum Teil raus. Oh. Kann man die denn wieder reparieren oder zercraften, dass das irgendwie einen Sinn ergibt? Ja, die craften wir um zu reparierten Module. Ah, okay. Davon haben wir, glaube ich, auch schon einen kleinen Arsch voll. Ja, deswegen hatte ich die Module auch letztes Mal alle da reingemacht. Das dauert ewig, aber manche sollte man doch nicht zercraften. Daraus kannst du noch andere Sachen machen, wo ich jetzt zerstört. Ich habe eine Granate gefunden. Cool. Nächstes Mal, wenn ich so ein Schiffchen sehe, dann kann ich es mal zersprengen. Fertig, Modulstufe 2. Gut, in welche Richtung jetzt nach Hause? Ich glaube hier lang, ne? Ja. Schwefel brauchen wir noch, ja? Oder nicht mehr? Doch. Na, wir haben oben zwar eine halbe Dings voll, aber kann man nie genug haben. Wir bräuchten eher mehr von diesen Fabrikatoren, um mal wirklich... Einer macht nur Schwefel, der andere macht nur Ditte, aber wenn die halt alle kombiniert jetzt sind mit dem Hauptlager, sage ich mal, ist das ja auch scheiße, weil es geht ja gar nicht so viel ins Hauptlager drin, wie man vielleicht drei Sachen gleichzeitig craften möchte, oder? Oder denke ich das falsch? Naja, du kannst schon 300, 400 Kupfer reinmachen, das sind halt 5 Blöcke, dann, also 5 von 64 weg oder so. Das geht eigentlich schon, aber ich bin ja schon dabei. Gut, David macht das, dann gehe ich noch hier rüber und gehe nochmal zu dem Teil, was ich mit Lars gerade gemacht habe. Und übernehme den Schuppen mal. Was soll man denn eigentlich nur noch abbauen? Also brauchen wir irgendwelche Ressourcen, was wir abbauen müssen oder nicht? Brauchen alle Lars. Ey, keine einzige Kugel hat getroffen. Ich bin drin, Lars. Ja, ich bin hier. Lass mal rausgehen. Ich schmeiß dir mal eine Granate rein. Komm mal raus. Okay. Ein bisschen was hat die Granate gebracht. Aber. Warte mal, ich hab auch eine Granate. Muss ja aufpassen, er wirft die echt flach. Ja, aber da waren noch irgendwelche Gegner drin, ja. Die scheinen da drin zu spawnen. Fuck, die Leiter ist kaputt, Lars. Shit. Jetzt kommen wir nicht nach oben. Gut, okay. Ja, das war schlecht mit der Granate. Scheiße. Okay, also keine Granate werfen. Nee, Granate sprengt Leiter, kommt man nicht mehr nach oben. Doch, komm schon. Hallo. Haben wir noch eine Leiter bei uns im Raumschiff? Du bist gleich tot, Lars. Ja, ich bin schon dabei. Ich vergifte mich gerade mit dem Spray. Die Frage ist ja auch, ich habe gar keine Munition mehr. Shit. Also ich kann hier nicht mal zur Hilfe kommen. Ich habe Schrot und ich habe Munition. Warum nicht immer? Granaten sind erstmal für den Anus. Schon wieder einer drin, der schießt schon. Ich würde gerne nach oben rinkommen, aber so hoch kann man nicht springen. Da sind sogar schon zwei drin, glaube ich. Oh ja. Hier kann man nicht vorstellen. Aber wenn ich jetzt hier außen versuche, die Wand kaputt zu machen. Da sind drei oder vier drin. Ja,
Habt ihr die Rüstung mitgenommen? Die müsst ihr auch. Die Rüstung haben wir uns noch nicht eingesteckt, ne? Aber wir kommen nicht nach oben. Versuchst du denn, Lars? Das bringt nichts, ne? Ich trottel, backe. Nee, geht nicht kaputt. Nee. Trottel, wir brauchen. Backe, entweder craften wir jetzt eine Leiter und gehen mit einer Leiter hoch oder wir lassen es. Okay, wir lassen es. Weil ich habe hier keine Munition. Ich will aber Munition schnell machen. Er bringt ja ohne Stier da oben zu erschießen, wenn wir nicht nach oben kommen. Also ist eh für'n Arsch. Der sieht gut aus. Wie inner, als wenn so eine Suppenkellen an ihn rangetackert worden sind. Warten, David, hast du den Leiter dabei? Oh. Muss ich mal innen reinbauen. Also ich stehe schon drin. Oh, jetzt ist die Decke eingestürzt. Ist hier irgendwas an der Werkbank neu? Juhu, David hat's kaputt gekriegt. Ich konnte auch die Decke einfach zerschießen. Mit wenig Muni macht sich das aber schlecht. Hat das hängen, Mann. Cool. Haben wir den noch geschafft? Dann schnell zurück. Da ist, bist du drin? Ja. Seht ihr mich hier nicht in die Ecke hier? Doch. Und das ist auch eine schöne Suppenkellen-Dingsbums an. Ihr könnt euch mal Rüstung nehmen. So. Oben? In der Schiffskiste. In der Schwarze. Die Schiffskiste war unten. Dass ich hier wieder die falsche. Ja. Okay. Die Munition ist natürlich doof. Die musst du alle in einer. Du kannst die 120 in einer nehmen. Oder kannst du die um 10 erwachsen nehmen. Du kannst Shift oder Steuerung gedrückt halten und irgendwas mit rechts und links klickt, dann nimmst du glaube ich 5 oder 20. Shift oder Steuerung. Ah, okay. Oder wenn du Doppelklick machst, nimmst du glaube ich auch alles. Okay. Naja, ich habe ja erstmal. So. Hä? Ich hatte doch gerade Munition gemacht. Wo hast du die denn schon wieder hin? Achso, nee, die muss ich ja. Ach, die muss ich doch aus der Kiste rausnehmen. Stimmt ja, ja, Quatsch. Das ist nicht einfach mit euch. Leuchtet eine Uhr bei der Rüstung? Die musst du benutzen. Die ziehst du quasi an und dann geht der Balken runter. So extra Leben. Also die kannst du ruhig benutzen, die verfällt nicht. Glaube ich. Ja, achso, 25 Minuten. Und wenn ich jetzt wieder ablege, dann. Ah, okay, alles klar. Weil jetzt ist der Timer nämlich gerade angegangen. Welcher Timer? Der Timer, denn. Wenn du die. Ja, du hast doch da so eine Armbanduhr, wenn du die Rüstung anziehst. Und da läuft die Zeit rückwärts. 24 Minuten und 33 Sekunden.
Ach so, das ist der Timer oben. Ah. Das ist der Vulkan, das ist der Vulkan. Nee, das Ding zieh einfach an, wenn du nichts. Deine Rüstungsleiste unten füllt sich dadurch einfach. Und wenn das irgendwann verbraucht ist, ziehst du so ein neues Ding einfach an. Aber ist natürlich, warum ist denn hier so eine Suppenschüssel vor meinem vor meiner Latte? Ja, du musst es gedrückt halten, damit du das Ding anziehst. Habe ich das jetzt angezogen? Nee. Kann ich das Ding? Nein, du musst es wie die Heilung benutzen. Ja, ein klassischer Lars einfach. Genau. Alter. Das sieht ja voll cool aus, man. Klappst du das Ding auf. Okay, jetzt fang ich aber an, ja? Jetzt ist es an. Und unten links musst du deine Rüstung sich gefüllt haben. Ja, ja, doppelt irgendwie oder irgendwie so was, ja. Wer ist die Hälfte? Eieieiei. So. Ja. Ich hab mal noch mal hier Schwefelerz zu verwahren. Kollege Lagerist. Ah, du hast ja überall vorne ein Bildchen drin gemacht. Mm-hmm. Das finde ich sehr nice. Da bin ich gerade dabei, Digi. Was ist jetzt eigentlich das so die ja Mission bei dem Game? Zu überleben und sein Schiffchen hier auszubauen und sich selber, würde ich sagen. Ist er nie wieder böse mit mir sein Peiler, wenn ich irgendwo was fremd drin packe? Daran hat er sich gewöhnt durch mich wahrscheinlich. Hat hier einer wieder irgendwo was drin gepackt? Wer war denn hier wieder? Ja, Lars. Ich hab dich im Ja. Ich brauch da ja. Ich brauch ja nichts dazu sagen. Ich weiß, dass ich mich angesprochen fühle. Fertig. Oh. So. Ja. So. Oh, das ist sehr gut, okay, wenn du da so ein. Ich hab kurz raus. Kupferwaffenbestandteile. Haben wir sowas auch irgendwo? Ja. Ich bin gerade noch am Sortieren, Lars. Okay. Weil die habe ich nämlich auch noch irgendwie dabei. Ja. Ich werde erstmal eine Kippe verlieren. So die Schrotik. Ich war fleißig. Aber die Maschine, die du gerade anguckst, David, die sieht irgendwie lustig aus. Wo waren das hier? Das sieht aus wie ein Gesicht. So, zwei große Augen, sag ich mal, Mund unten. Das sieht ein bisschen aus wie von der Lok. Weil unten geht, glaube ich, der Ofen auch immer auf. Aber oben die zwei Dinger sehen aus wie Augen so ein bisschen, oder? Ja. Diese kreisförmigen Dinger. Ah, hier sind so eine Köpfe drin, ja, okay. Dann packe ich hier einen Baumeisterkopf noch rein, alles klar. Ich habe noch ein bisschen Freddy die Spaghetti gespielt. Aber da ist ein Level, da habe ich keinen Bock mehr drauf. War dir zu schwer, ja. Nur weil du die ganze Zeit verloren hast? Nee, das Ding ist ja gerade auf immer so ein Kopf vorbei und will die Spaghetti halt einfangen, so. Und ich komme nicht schnell genug von dem weg, so. Nice. Sind wir erstmal alle grob sortiert, oder Lars? Da hast du ein schönes Bienchen verdient, ja. David hat schön Anbau gebaut. Da hau dir mal eine Rakete irgendwo hin. Du Ferkeli. Ach so, was ist. Dildo, du stehst im Weg. Ich wollte mir das restliche Schiff angucken. Kommst du nicht rein? Okay. Ist nur für die Prominenz und du bist halt Fußvolk. Ist VIP-Bereich. Genau, Stirn zwischen Augen? Oder wie hättest du das gerne? Stirn zwischen Augen, ne? Naja, da. Achso, da war ein Komma zwischen, okay, wusste ich nicht. Mach mich zum Inder. Gut. Hallo? Hi, Dustin. Hi. Zockt ihr das alle, oder? Nö, ich guck nur zu. Nur die coolen. Spiel nicht. Wie lange dauert das zum Runterladen? Sind nur 5, 6 Gigabyte, Digi. 6 GB. Eigentlich muss 3 GB. Das packt sich dann. 5,7. Okay, du Meido. Shotgun und Rüstung. Nimmst du dir die mal raus, Lars? Shotgun und Rüstung? Rüstung hast du. Eine Rüstung an. Und Shotgun auch? Achso, Shotgun. David hat davon noch recht viele hergestellt, habe ich gesehen. Oh, die sieht ja geil. 3. Entschuldigung. Glaub mehr. Warte, ich kann gleich mal gucken, wenn Lars rausguckt. Aber ich brauche ja. Ist das die Schrotflinten-Munition? Es sind noch 3 Rüstungen drin und eine Shotgun, David. Achso, nee, Rüstung habe ich mehr, aber wenn die verbraucht ist, kannst du die einfach wieder anziehen. Wie gesagt, achso, die kann man nicht reparieren, oder wie? Nee, wenn der Balken unten leer ist, dann ziehst du das wie bei Forest. Das nutzt sich einfach ab und dann musst du neue ranpacken. Ah, alles klar.
Für die Shotgun braucht die Schrotflintenmunition, ja. Richtig. Ja. Dann packe ich das, dann packe ich die Rüstung und die Shotgun einfach oben bei der Munition mit rein, ja, David? Ja. Dann ist das da erstmal reinsortiert. So. Die ist effektiver wie die andere Pimmelflinte hier, ja. Pimmelflinte. Von nahen auf jeden Fall. Auf Ferne braucht man noch das Gewehr, aber da fehlt uns noch irgendwas. Ich hab mal noch 3 Granaten gebastelt. Seid ihr ready zum Auftauchen? Ja, falls wir eine Leiter wegspringen wollen. Ja. Sollen wir uns alle eine Leiter gleich einpacken? Du kannst eine Leiter da leider nicht ran. Alter, das biegt sich ja hier richtig schön. Hey, holla, gucke. Ja, hier haben wir doch Platz, haben wir hier. Hier muss ein Gate-Lager hin, oder? Oh, das sieht ja richtig cool aus mit dem zweiten Schwanzteil da. Okay. Wie viel können wir davon ranbauen? Oder wir bauen in den Gang einfach ganz viele Lagersachen an die Wände. Ja, na, ja. Da Vinci und Pyla, ja, ihr seid. Heute kriegt ihr mal ein Hähnchen. So, Lars. Aber nur heute. David, kommst du mit hier runter oder was? Wollt ihr Ding mal startklar machen? Attacke! Der Tor. Oh, war der gleiche Tor, der gleiche geil. Ja! Mit der Schrot richtig dicht dran gehst, brauchst du nur einen Schuss. Pass auf, dir ist noch rum. Ja, Judith, ich hab immer gut an die Fähigkeiten. Ich hör dich nicht, aber okay, das. Die Schrot ist ja geil. Wenn du einen Gegner umschießt, immer 2-3 Muni kriegst, dann geht dir ja nie die Muni aus, Alter. Da kann man nur noch einer schießen. Okay, 4 Schuss braucht man für eine Tür. Auch gut zu wissen. Genau, die Spawner und wenn du. Ja, hab die Spawner. Jo. Entschuldigung, jetzt die Wände. Okay. Ja. Metall ist leer machen. Das haben wir. Unten habe ich alles. Oh, wieder eine Granate und ein Schrank. Gut. Wollen wir einfach eine Granate? Achso, die Granate. Ist die Decke schon kaputt? Ja. Decke und Wände müssen wir, glaube ich, noch kaputt machen. Ach, der fliegt automatisch in der Luft, ja. Mhm. Würde ich jetzt auch mal suchen. Jo. Ey. Brennt, Leute. Hat aber auch schon 2/3 meiner Rüstung gebumst, ne? Oh, die ist nicht teuer. Aber der wird seine Rüstung. Ein paar Kupferbarren, ja, oder was? Wir mussten halt bloß erstmal lernen, wie wir so machen, ne? Ja, na, wir mussten die Station upgraden. Jetzt brauchen wir quasi Stufe 2 Sachen und. Da das Gewehr ist dann erst Stufe 2 oder wie? Ne, Gewehr können wir auch herstellen, aber das ist teuer. Ich muss erstmal schnell. Munition. Kann man später Schränke eigentlich umsetzen? Nee, du kannst du abbauen und dann woanders hinsetzen. Aber nimm vorher lieber alle Sachen raus. Na, okay, das mache ich jetzt nicht.
Die Schrotmunition, was brauche ich denn dazu? Oh, oben ist da noch welche drin, Lars. Nimm doch erstmal die. Die Munikiste. Ach so, okay, sonst hätte ich. Ich hab welche gefarmt. Ich hab 23 Schuss hier noch für dich und auch für unsere. Für unseren Turm habe ich fast 1500 gesammelt. Oh, cool, cool. Manche Sachen können wir nur herstellen, wenn wir aufgetaucht sind, weil da muss so ein Fertigungsmodul quasi aufklappen, was wir jetzt dran haben. Okay. So. Oh fuck, wir haben zu viel Kohle. Den ihr packt auch hier. Ah, shit. Man kann ja mal auf Stapeln drücken. Ich muss ihm erst angewöhnen. Achso, ja. Gut. So, cool. Schrot, die haben wir, das haben wir. Okay. Vier so eine Lust in Eiergranaten. Ich hab oben schon mal abgeladen, aber müssen wir uns ja mal hier umbauen, wa? Irgendwann mal. Wie viele Schränke hier drin sind. Sehr schön. Na, aber Schränke brauchen wir. Schränke brauchen wir auch zum Fahren. Naja, na Schränke haben wir ja auch noch hier irgendwo irgendwelche rein gepackt. Ja. Kann ja mal gucken, wie viele wir noch haben. Also drei Schränke haben wir locker über. Und noch drei Werkbänke. So, Leute, ich stelle mich hier mal in die Ecke. Ich muss mal kurze Pipi-Pause und so machen. Oh. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bleib aber drin stehen, falls ihr abtauchen wollt, ja? Okay, okay. Judy, dann bis gleich, meine Lieben. Der wird rotiert. Okay. Wo gehst du hin? Nach draußen. Ah, baust Sachen ran. Sehr schön. 6 Minuten habe ich noch. Alte Raffinerie, Schwefelmine. So, eine Stunde noch. Die Frage, was machen wir jetzt, David? Ich würde sagen, in 6 Minuten erstmal wieder untertauchen. Jo. Geh nochmal zur alten Raffinerie rüber. Die Questliste wird immer länger. Ja, klar. Shotgun macht sich gut. Die Shotgun macht sich gut. Was ist da hinten eigentlich für eine kleine Insel? Okay, hier ist immer noch alles leer. Dann spawnen die Sachen wohl doch nicht so schnell nach. Meinetwegen könnten wir jetzt auch schon losfahren und versuchen mal in die zweite Ebene zu kommen. Können wir machen. Wir brauchen
Stufe 2 Sachen. Ich komm. Los? Bin drin. Da. Und wir fahren. Der Captain. Captain Hook? Der ist der Captain. Halderus, oder? Halder, wolltest du auch mal in der Unterwelt rumcruisen? Ja, ich bin vorhin schon gecruised, aber sonst kann ich das auch gleich wieder machen. Na, ich mach das ja bloß falsch, das weiß ich ja. Ich tauche da wieder auf und tauche ab und. Meine Hebel ziehst. Ja. Sonst dreh ich ja immer die Knöpfe, aber ich kann auch mal ein paar Hebel ziehen. Sind alle drin? Ja. Mal den ab nach unten. Der Raketenbogen setzt sich in Bewegung. Hat Dustin sich das Ding jetzt gleich runtergeladen oder was? Keine Ahnung. Ich hab ihn vorhin nicht so gut verstanden, weil wir so rumgeballert haben. Er hat nur gesagt, dass er kurz weg ist. Ja, er hat irgendwie gefragt, wie lange dauert das und keine Ahnung. Da er jetzt auch noch nicht drin ist, keine Ahnung. So, auf der Karte mal gucken. Achso, du bist schon runtergefahren. Ja. Nee, da hier gibt es so einen Fleck, der heißt zu Ebene 2 runter. Die sehen ein bisschen anders aus. Nee, muss schon bei Tunnel gucken, genau. Schacht zwischen da, Ebene 1 und Ebene 2. Ja, ja. Da, genau, jetzt genau. Rechts in der Ecke, genau. Ja. Sowas, aber unten rechts ist auch noch eins, glaube ich. Das sind die Dinger mit diesem Strich von oben. Ja. Durch. Ah, okay. Naja, wo so ein Stein drin hängt, sozusagen. Da können wir dann in die zweite Ebene fahren. Aber da kommen wir ja nicht hin, wegen der Lava, oder? Na doch, man kann drüber fahren kurz. Okay. So, jetzt sind wir in einer anderen Ebene. Genau. Ich war noch weiter erkunden. Irgendwo einen anderen Spot, wo wir rauskommen können. Ach, wir sammeln ja hier auch schon Erz und so weiter alles dabei. Hier komme ich wieder hoch. Wie lange wir unter der Erde hier rummeiern können? Nee. Nö. Ja, eigentlich die ganze Zeit, denke ich, oder? Da, während der Vulkan ausbricht, könnte ja auch da unten sein. Es könnte, denke ich, auch die ganzen 20 Minuten da unten sein, denke ich. Genau, Peile, aber aufpassen, immer nicht direkt draufklicken, immer nur davor. Ich frag mich eh, wo ich hochfahren soll. Mal gucken, ob da noch ein anderes ist. Der hier mehrere auch, wo wir auftauchen können. Müssen wir eins finden, was halt frei ist. Also, beziehungsweise hoffe ich, dass wir eins finden, was frei ist. Wenn nicht, fahren wir immer unter der Erde. Aber nicht ein bisschen rauszoomen, oder? Leider nicht, ne. Na, kannst du mit der Maus Scroll-Taste, kannst du dann. Hier komm ich raus. Oh fuck. Ach ne, jetzt bin ich ja in die Dings-Ebene gekommen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das hier als Vulkan zählt. Ich glaub, wir das werden wir gleich rausfinden. Also wir gehen einfach direkt wieder auf runter. 8, 7, 6. Wir tauchen jetzt erst auf, David. Ja, 3, aber wir tauchen 2, gleich wieder. 1 und gleich wieder abtauchen. Ja, oh, da kommt die Leber. Und die Leber unterrichtet. Weggelebert. Ja, explodiert auf dem Lauf. Scheiße. Ja. Hat jemand vorher gespeichert? Automatisch. Oh nö. Na gut, Peiler. Also,
Zweite Siehst du, Ebene deshalb wollte auch ich als Vulkan. Deshalb wollte ich nicht fahren. Das wäre wieder schuld gewesen. Cool. Ach, wir sind wieder auf dem Dampfer. Alle. Müssen wir E drücken oder was? Oder wie? Ja. Weil da kriegen wir doch nie wieder meinen Rucksack. Ja, ich würde mal den letzten Spielstand laden. Der hat nämlich vor 2 Minuten gespeichert. Und wieder da weit. So, dann mach. Oh Gott. Flutschen wir automatisch dann raus? Ja, ich bin schon raus. Ich yep. sehe gerade den Ladevorgang. Gut. Und welchen Stand sind wir unten? Wir wo sind wir? Ihr existiert noch. Wir sind, sind gerade abgetaucht. Alles klar. Okay, wir machen jetzt erstmal nichts. Ja. Cool. Ich wollte gerade sagen, die Waffen halt alle noch. So. Na denn. Also ich fasse jetzt Steuer nicht an, sonst bin ich nachher nur noch schuld. Das ist doch okay jetzt. Oh, jetzt sag nicht, alles was sortiert ist, ist nicht sortiert. Das doch, ist das ist sortiert, alles gut. Leute, es ist verzweifelt. Ja, ich hab so viel. Ich hab hier so viel Stuff eingesammelt, Jusen. Ja, und das hast du doch noch, oder? Ich wurde das ja nicht vor 5 Minuten gespeichert. Ja, dann war alles vorbei. Oh, er hätte gar nicht gespeichert. Das war dramatisch. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind auf dem U-Boot wieder. Also nicht auf die zweite Ebene auf jeden Fall. Zweite Ebene ist doch, die Oberwelt. Wenn der Vulkan ausgebrochen ist, oder? Also wenn durch ist das Thema. Ja, genau. Wenn man wieder auftauchen könnte, könnte man in die zweite Ebene. Ja. So meinst du da, oder? Ja. Okay. Du hast recht. Hat das schön gesagt? Ja. Ich hab's nicht verstanden, weil ich diesen Laut nicht kenne. Dass ich mal recht habe, ist eher selten. Ja, Sie als Oberglücksbärchen haben recht. Warum Glücksbärchen? Weil Jusen will ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Ja. So. Ja, auf keinen Fall. Hat die da Leben und alles Mögliche? Bist du jetzt in die zweite Ebene oder was? Ich hab alles. Auf warte, Gau, warte ja. mal, ich muss so, ich will noch mal meine Rüstung nehmen. Ja, eine neue Rüstung. Ne, ich hab noch ein Viertel Rüstung. Also. Ich will nur eine nehmen. Warum nimmt der denn immer 3 jetzt? Achso, wir haben. Kann ich die jetzt in den Tar so reinwerfen? Na, dann nehme ich auch noch eine, wenn eine da ist. Wenn nicht, dann nicht. Oh, cool. Nee, dann nicht. Oh, dann geht Opus gerne. Warte. Ah, der löscht automatisch die andere, die man anhat, wenn man eine neue anzieht, Leute. Ja, der überschreibt das dann. Oder? Ja. Ich würde sagen, es ist so eine Art Upgrade, oder? Jo, wird einfach drüber gepackt. Ich hab's ja nicht angezogen. Ich ziehe sie erstmal hier an, in meiner Arbeit. Das ist bei der Munition mit drin und so. Das wiederum finde ich bei dem Spiel ziemlich geil, dass es so eine Art Oberschicht und Unterschicht gibt. Naja, es gibt ja, wir waren ja gerade in so einem Tunnel drin, wo wir explodiert sind. Den gibt es und dann gibt es noch tiefer noch so eine Tunnel-Area, wo wir aber auch wieder aufpassen müssen, wenn der Vulkan ausbricht, läuft die Lava durch die Tunnel. Und es gibt halt noch eine tiefere Area, die man mit dem Ding durchkämpft. Aber es gibt einen neutralen Bereich und da sind wir gerade. Genau, das sind ja immer die Tunnel, die neutralen Bereiche, ne David? Ja genau, wenn wir untergegraben sind und unten graben, dann... Genau, das Tunnel. Und Höhle gibt es auch in jeder Zwischenebene. Genau, und in den kannst du dann auftauchen. Genau. Alle klar. Das macht das Spiel schon wieder ein bisschen interessanter für mich. Mhm. Du kannst meiner Meinung nach auch mehrere Tunnelbohrer machen, weil du kannst deinen Tunnelbohrer auch... steuern mit deinem Armband, das heißt, du kannst theoretisch auch mit Bohrlaufen das frei machen und dein Tunnelbohrer dann rufen. Okay, also wenn jeder von euch einen eigenen Bohrer hat, dann habt ihr mich, dann würde ich damit spielen. Wir haben uns. Kann auch sein, dass wir unterschiedliche Bohrer machen, dass wir einen Bohrer nehmen, der quasi. Ja. Kannst du mal kurz herkommen hier in den hinteren Bereich und mal einen Schraubenschlüssel in der Hand nehmen? Kann man hier eine Zwischenwand einziehen?
Ja. Kann zwei Etagen machen. Wir haben ja hier drüben auch zwei Etagen, deswegen können wir die. Hier können wir die Leiter hinsetzen und den Boden. Also aber ist, halt, ist halt die Frage, dann lassen wir aber, würde ich sagen, die Kisten alle hier, oder? Und bauen dann mal den Rest woanders hin. Ich würde die Kisten hier vorne am Hauptlager lassen, ja. Aber also wir können... Ja. Wir können ja unten dann... Obwohl, nee, unten ist auch doof. Ich würde hier oben alles vorballern. Oder welche hin, können wir nicht im Gang auch welche an der Seite hinstellen? Die ganze an, der Decke, ja. An der Decke könnt ihr auch noch ein paar Dinger ransetzen. Nee, Decke nicht. Nee, Decke geht nicht, Jusen. Also da kannst du nur richtige Module ransetzen und da sind die Lager. Es ist jetzt halt nur die Frage, wie wir das machen, weil alles, was wir jetzt an neueren Kisten bauen, wollen wir die jetzt woanders hinbauen, weil wir alles irgendwo anders hinbauen, oder? Hast du noch mehr Kisten? Habt ihr so viel Inventar oder was? Ich hab noch drei über. Oh, hier in den Zwischengang kann ich nicht, bloß hier in den kleinen Wänden. Nee. Ah, schade. Alter, ich könnte hier alles vollpflastern, David. Ja, hier jedes Mal, wo so ein Buppel, so ein doppelter Buppel, nee. Ich kann ja alles vollpflastern. Hier, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Da ist schon eine angebaut. Ja, dann kannst du es bei den doppelten Bobeln ranmachen. Also bei den doppelten Bobeln? Hier, wo die zwei Löcher sind, da kannst du Truhen anscheinend immer ranmachen. Ja, ich kann hier überall welche hinsetzen. Ich kann die ganze Wand voll machen, etwa hier 20 Stück. Aber wir müssen irgendwie rankommen da oben. Also doch ein Bobel. Nee, ich würde unten, ja, ich würde hier unten alles voll machen. Oder wir lassen den wir hier oben haben. Bei der ersten Leiter. Dann müssen wir nicht umbauen. Nee, das finde ich ganz gut, weil du hier nur einfach dich einmal umdrehen kannst. Du kannst ja von Weitem an die ganzen Kisten rangehen. Du musst ja nicht mehr hochklettern. Also lassen wir das hier oben, ja? Genau. Die Vorder würde ich Kisten alles machen. Und hinten machen wir... Also, Scheiße, da haben wir schon mal ein bisschen blöd. Das ist eine Erweiterung, Prozessoren und was man alles kann. Ist sowas wie ein Prozess überhaupt? Ich habe übrigens noch eine Werkbank zur Verfügung. Soll ich die da hinten hinsetzen? Ich kann auch hinten eine Heilstation hinstellen. Ich kann schon was viel bauen. Aber wer da bereit? Können wir auftauchen? Meinetwegen. Na, oder untertauchen. Wir müssen bloß mal dann... Na, noch tiefer wird dann irgendwann umbauen. Irgendwann die große Umbau-Action starten. Aber tiefer würde mich schon interessieren, die auf 20 Minuten. Ja, Jusen, aber da können wir noch nichts machen, da werden wir ein paar. Bist du jetzt in der Höhle, David? Ja, na, wir sind jetzt in der zweiten Ebene. Ich glaube, wir kommen noch gar nicht zur dritten Ebene, dafür brauchen wir wieder einen besseren Bohrer. Und das kann sein, ja. Schritt für Schritt, nichts überstürzen. Dann kommt die Lava und wir sind Asche. Wollen wir hier oben eigentlich mal Was ist das hier? Die zwei Stationen, die oben sind, wo die Kisten sind. Können wir quasi nach hinten. Ja, oder einfach erstmal nach unten. Wir haben ja hier unten auch noch Platz. Ja, wir gehen erstmal nach draußen sicher in den Bereich. Hier können wir rausgehen? Ja, das ist neutraler Boden, glaube ich, oder? Nee, hier kommen auch böse Viecher. Also. Ja, aber ich meinte nur, aber die Lava meine ich. Die Lava kommt hierher. Die kommt erst in 18 Minuten. Und ich bin hinter David. Ich bin hinter... Jetzt bin ich vor David. Jetzt nicht. Da ist ein Teufel, da ist ein Stufe 2 Dings, da müsst ihr aufpassen. Also. Oh, haben wir Granaten? Ich hab mal Granaten eingepackt. Aber wir kommen da gar nicht durch. Lässt die Granaten am Anfang irgendwie auf die Geschütze werfen, dass die uns nicht auf den Sack gehen. Das ist Lava. Hier vorbei? Okay, nee, nicht. Das ist zu heiß. Nee, wir müssen rumlaufen. Komplett einmal an. Die Rohstoffe brauchen wir ja erstmal nicht. Da kommen sie alle. Nee, hier ist auch zu heiß. Kommt er? Seid ihr hier? Da. Ja. Wir folgen dir. Achtung, die Türme. Ich renne erstmal ran, damit mich die Türme nicht treffen. Na, wenn du direkt davor stehst. Nee, hier trifft mich nichts. Hier in der Ecke trifft mich nichts. Alter, da kommt ein Fahrzeug an. Oh ja, hab ich auch gerade gesehen. Du Dude! Alter, komm wieder zurück. Hab's, ist kaputt. Okay, schnell ran. Nee, ist nur zum Teil kaputt. Du musst alle Teile einzeln abschießen. Muss man in Deckung gehen?
Die sind alle auf der anderen Seite, Leute. Ah, oh, die Tür war doch gerade offen. Alter, der Schuss hab ich. Oh, da ist voll was der Panzer. Ich brech die Tür auf. Ich bin vor dem Fahrzeug da erstmal weg. Sonst kommt erstmal dann rein. Dann zerballert er schön das Gebäude, wenn wir drin stehen alle. Oh Gott, ich bin gerade schon da. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Fokus mal Hilfe! Hier sind zu viele Gegner! Ziehen! Heilen! 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 Ich bin drin, ich ist halb sicher. Ich hab ungefähr echt das Gefühl, du kennst mich. Ich bin hinten in dem Fahrzeug, da bist du richtig sicher, da können wir uns auch noch mal heilen. Nein, ja, in der davor, dass keiner rauskommt. Der wird verwundert. Aber die Spitzhacke ist echt gut, Alter. Das ist nur die Spitzhacke, Leute. Ja, im Nahkampf ist sowieso nicht. Ja, im Nahkampf ist die Hammer. So, ich muss mal heilen. Okay, der komische Panzer fährt da außen immer noch rum. Ja, aber ich denke, dass jetzt das. Ja, hier kommen mal welche Hochpfeiler. Ich mach erstmal den Dings hier neben uns kaputt. So, spawnt keiner mehr nach. Oh, Alter. Das Ding ist richtig voll gewesen. Geil. Du hast einiges an Stuff gerade, ja. Ja, ist ja auch Stufe 2. Ah, der Teil, was da draußen rumkocht, finde ich ja der Hammer. Ja. Weißt du, wie es jetzt bekämpfen soll? Ja, voll innen aus, wenn man. Ja, ich hab Module mit der Schrotflinte habe ich das Ding schon gut zugesetzt. Ah, Peiner, ja, ihr könnt von innen auch die Geschütze kaputt machen, einfach. Ja, ja. Ja, die Wände kaputt machen einfach. Kaputt. Ja, aber es geht um den Panzer, der läuft ja manuell, oder? Nein, Lars sagt doch gerade, der ist kaputt. Ist kaputt. Lars hat ihn. Hab ich gerade gemacht. Okay. Hab ich gerade gedacht, dass ich vielleicht eventuell mal auch was. Panik. Quadrat. Oh, mitnehmen, ne? Packt euch alle ein. Ja, alle Wände kaputt machen. Open. Ja, bin dabei. Habt ihr überall alle eingesammelt? Ich bin dabei. Ja, sind wir schon wieder. Okay, hinten ist alles kaputt. Ich komm jetzt mal wieder nach vorne. Alle gibt. Achso, wir haben noch da oben den. Muss man den Zwischenturm eigentlich, den Zwischendings auch kaputt machen? Nee, eigentlich nur alle Wände und Decken halt. Okay. Wir machen den so schön halt kaputt. Wir kommen irgendwann mal nach Hause und unser Raumschiff ist kaputt. Ah, Quatsch, Lars. Quatsch. Das trauen sie sich gar nicht. Die kriegst du nicht mal gepackt, bis sie zu safe, Alter. Glaubst du, die haben noch Kraft dafür, noch was zu safe? Wir haben ja noch Muni, wa? Die kaputt. Alle raus. Alle raus! Ein Kupferkühler. Das nicht gelohnt hat, weiß ich auch nicht. Ja, Stufe 2 halt, ne? Ja, ja, wow, macht Bock, Stufe 2. Stolz auf uns. Ja, jetzt ein bisschen, ne, und wir, es gibt eine Stufe 5. Und wir haben alle überlebt. Es gibt noch bis Stufe 5, echt? Na, aber ich glaube, Lars ist einfach gestorben, nee, oder? Nee, ja. Okay. Nee, Stufe 3, okay. Also Stufe 2 war schon mit einem Opfer von uns, also. Wo wollen wir jetzt lang? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Könnten nur nach oben laufen. Nach oben, ja. Da ist sogar noch einer. Was, da oben? Oder meinst du auf der Karte unseren? Der rote ist unserer, ne? Ne, oben links ist noch einer.
Weiß nicht, ob wir den schon sehen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Alle Dude, solange wie rot ist, zieht noch kein Leben ab. Wenn es verschwimmt. Darfst du nicht noch dichter rangehen. Ja, hier ist der zweite, David hat recht. Seid ihr da? Er hat immer recht. Ja. Oh Gott, der ist ja noch größer. Scheiße, ich habe keine Rüstung mehr bei. Ja, ich auch nicht. Ich muss mir meine Rüstung jetzt erstmal schnell anziehen. Schießt nix, David. Nö. Nee, nichts Großes, richtig. Schön, ich hab schön David getroffen. Oh, oben ist. Oh, die kommen ja jetzt alle hier. Wo kommen die denn hierher? Wir müssen uns erstmal hier reinbuddeln. Ich bin ja leider hier. Ja, ich auch. Lars beschäftigt die Leute. Ja. Immer ja, schön die bewegen, ne? Lars, die treffen dich nicht, wenn du die ganze Zeit. Die sind gleich hin. Die sind gleich kaputt. Also, wenn die ganze Zeit seitlich läufst, treffen die dich manchmal nicht. David, geh nach hinten, ich geh nach oben. Ja. Ja, nicht bei dir, Lars. Nee, ich bin hier ist noch so ein. David, schon. Oh, man kann gedrückt halten. Ja. Drückst du die ganze Zeit, echt? Nein. Oh. Da hätte ich ja voll den Klickerfinger. Hat er auch. Hat der David herzlichen auch. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden getötet. Ich vom Geschütz. Alter, David findet immer die guten Kisten, Alter. Sehe ich gerade. David, kannst du mich vielleicht wiederbeleben? Sonst müsste ich hier wieder herrennen. Oder geht das nicht? Ich liege neben dem Geschütz. Warte, wir bauen jetzt das Geschütz ab, ehe wir da rausgehen. David? Ja. Ja, Geschütz ist kaputt. Ja, ne, wir haben es von innen getötet. Ich kann dir nicht aufhelfen. Ach so? Ja. Wie hat Tyler das vorhin gemacht? Eigentlich ging das, aber es war bei mir auch verbuggt. Ja, es war auch verbuggt, der muss ja auch durch. Alter, da ist ein Shotgun-Turret, den müssen wir erstmal wegmachen. Ne, du hast, dann musst du hier ein Stück hierher laufen. Ah, ja, nee, du bist beim U-Boot. Oder nicht? Nee, ich komme. Nee, alles gut. Okay. Ja, stimmt, wir David, müssen man kann definitiv ein Bett bei uns reinbauen. Wir müssen immer dran denken, die Frachträume, die angezeigt werden, diese kleinen Symbole an der Wand, dass wir da vorher alles rausnehmen. Ja, das habe ich gerade schon. Oh, okay. Also Frachtraumkisten, alles leer machen und danach die Wände und alles mögliche abbauen. Okay, dann bin im hinteren Teil, ich schlag mal die Wände ein. Genau, Wände und Decke.